beziehungsweise wie man sieht. Was sage ich denn du hier im Let's Play? Ich Let's Player nicht für eine Person. Oder doch, wer weiß. Eigentlich wollte mir Overwatch hier etwas Besonderes sagen. Aber ich habe es ignoriert. Krach, krach, krach. Gibt es hier irgendwo Ringe, die ich einsammeln kann? Ich will... nein. Ja, okay. Das sind Ringe, die ich einsammeln kann. Aber das habe ich eigentlich nicht gemeint. Ach, wir haben noch einen Gorilla bei uns bei den Tieren. Das ist gut. Achte auf fallende Gegenstände. Sei sehr vorsichtig. Fallende Gegenstände ist gut. Das sind Roboter. Die sind nicht einfach nur Gegenstände. Das sind Gegenstände, die mich töten wollen. Da oben fällt, glaube ich, jetzt gleich... Oh. Ach, das hat der gemeint. Verdammter Mist, ich glaube, wir sterben wirklich. Ich verhalte mich jetzt sehr vorsichtig. Außerdem muss ich jeden einzelnen Ring einsammeln. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Punkt. Wenn ich sterbe, dann muss ich das Level nochmal machen. Und das ist nicht gut. Da ist der Zielring. Schaffe ich es. Ohne getroffen zu werden. Da ist ein fallender Gegenstand. Ah. Ha. Diesmal bist du nicht auf mich draufgefallen. Ignoriert. Ignorieren einfach alles. Hurra, I did it. Wahrscheinlich wird das jetzt ein richtig, richtig mieser Rang. Und zwar richtig mies. Ja, Rang C. So mies ist es zwar nicht, aber schon irgendwie mies. Emblem Nummer 7. Hurra. Und jetzt kümmern wir uns um unseren goldenen Gorilla. Ciao. Und geben ihm noch einen Gorilla. Ciao, World! Lalalalala. Zwei Schwänze, Master! Renn! Los, renn! Da, der Gorilla! Jetzt brauchen wir nur noch unseren goldenen Gorilla-Chow. Das ist er nicht, das ist dieser Grinse-Chow, der immer pennt. Das haben wir letztes Mal schon gemacht, den Fehler, den mit unserem super tollen Gorilla-Chow zu verwechseln. Wo ist er denn? Da vorne. Da krabbelt er durch die Gegend. Oh, jetzt hat er noch so eine... Gorilla-Füße und Gorilla-Augenbraue. Das ist ja cool. Ja, wenn ich den streichel, dann... Was zur Hölle sagt Tails dann? Ich. So. Jetzt, ich habe eine Idee. Das wird unser Eierkopf-Chow. Da. Los. Zieh auf. Ach, der blickt nicht, dass er dir aufziehen soll. Der ist wohl noch nicht schlau genug. Ich brauche vielleicht noch ein paar mehr Levels in den ganzen Sachen hier. Aber auf jeden Fall, irgendwann blinken die Chows, wenn man ihnen solche Sachen gibt und setzen die dann auf. Und dann sieht das da ziemlich gammelig aus, aber egal. Immerhin hat er dann ein Ei auf dem Kopf. Und noch gammeliger als Gorilla kann er wohl nicht aussehen. Ja, wobei, also so ist er mittlerweile relativ süß, finde ich. Wie auch immer, weiter geht's. Mal schauen, mit wem wir jetzt ein Level machen. 20.21 Uhr, Gebirge, Mine. Aquatic Mine. Ich finde drei Stücke des Master Emerald. Mann, ich will nicht noch so ein Level. I didn't expect the inside of the mines to be like this. This is gonna be tougher than I thought. Ich mag dieses Level nicht. Ich erinnere mich dran, dass es ziemlich gammelig war. Das meine ich ernst. So. Ist hier oben der erste schon drin, oder was? Hier ist es schon rot. Da ist es... Ach, da vorne liegt er schon. Ist ja cool. Perfekt. Ach, und dadurch, dass ich jetzt hier oben den Schalter betätigt habe, ist das Wasser heruntergegangen. Und ich sehe nichts. Ah, perfekt. Hier unten scheint wohl nichts zu blinken. Na dann gehen wir mal hier in diesen Tunnel hinein. Das war sehr schlau. Ciao, Box! Ciao, Box ist wichtig und toll und da nehmen wir ein Stäbchen auf. Diese Plattform erhöht sich oder erniedrigt sich je nach dem Wasserspiegel. Das heißt, wenn ich da durch will nach unten, dann muss ich wohl oder übel das Wasser nach oben verfrachten. Aber dennoch werde ich mich jetzt erstmal hier umschauen, weiter oben, ob es da vielleicht noch einen Emerald gibt. Jo! Gehen wir mal hier hoch.
und schauen uns um. Da ist er wieder nicht mehr. Das heißt, wenn ich nach unten gehe, ist er näher. Dann gehe ich mal in dieses Loch rein, wo Caution drüber steht. Wo nun auch nicht viel ist. Oh, es ist gelb. Gelb, gelb, gelb. Ja, schrecken uns Geister. Wo ist der Edelstein? Wo? Sag es mir. Los. Ist der hier oben? Ist der da unten? Wo bin ich? Da ist er irgendwo. Du, Geist, du... Da ist er drin, wetten wir? Ah. Ich wusste es. Einer noch. Ah, Mann, Geister, erschreckt mich nicht. Und werft mich nicht auf den Boden. Ach, der gibt mir einen Tipp, dann hole ich mir mal noch den Tipp. Nahe der Wand. Super. Ich glaube übrigens, dass es in diesem Level ein verstecktes Power-Up für Knuckles gab. Ich werde definitiv mal nach diesem Power-Up noch suchen, denn ich möchte euch nicht spoilern, was das für ein Power-Up ist, aber es ist extrem nützlich. Es ist zwar nicht nötig, um das Spiel zu beenden, aber es ist wirklich extrem, extrem, extrem nützlich. Von daher werde ich jetzt hier erstmal den Wasserspiegel ändern. 2. Also dass das Wasser hier ist, auf dieser Höhe. Und dann werde ich durch diese Höhle hier unten gehen, je nachdem, wo sie ist. Wo war sie nochmal? Da war sie nicht. Da war sie auch nicht. Und da war sie, glaube ich. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig genau, aber ich meine, das war die richtige Höhle. Ja, hier nach unten. Hier muss es irgendwo Luftblasen geben. Oder auch nicht. Was zur Hölle? Hier ist nichts. Nach oben. 5. 4. 3. 2. 1. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Habe ich schon erwähnt, dass das ziemlich knapp war. Können wir hier irgendwo nach oben? Ja, offensichtlich. Hier geht's weiter. Wo sind wir denn hier? Spürst du einen Lufthauch? Ah, hier ist Wasser. Ich muss dieses... muss das Wasser noch weiter hochstellen, verdammter Mist. Damit ich da durchkomme. Oh Mann. Ich glaube, dafür muss ich ganz nach oben fliegen. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr nützlich, dieses Power-Up. Daher werde ich mir das auch auf jeden Fall holen wollen. Oder war das dieser Schalter mit der 1 dran hier? Hier ist Ebene 1. Okay, gut. Das heißt, ich muss hier bei den Schaltern einfach den Schalter für Ebene 1 betätigen. Und dann gehe ich hier nochmal auf Tauchgang. Ich glaube, die Höhle war da hinten. Ich frage mich echt, wie schnell ich das hinbekomme jetzt. Über die Höhle nicht. Wo war die Höhle? Wo war sie? Wo? War es hier hinten? Ja, hier hinten war's. Okay. Dann gehen wir erstmal nach oben. Und begeben uns nach unten in die Höhle. Aber das war nicht schlau. Absolut nicht. Und hier geht es nach oben. Und hier hat uns dieses Gerät gefragt, ob wir den Lufthauch spüren. Hier gehen wir nach unten. Und da erschrecken uns einige Geister. Und es wird knapp. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ob wir es schaffen. Schaffen, 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 schaffen. Bodenlose Schacht ist unten. Nein, das war definitiv nix. Boah. Ich glaube, das ist nicht mal mehr der überhaupt richtige Weg. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich versuche nochmal den anderen Weg. Weil es würde mich schon sehr wundern, wenn das jetzt... das jetzt wirklich das Ende gewesen wäre. Probieren es mal hier.
komme ich auch da rein. Okay. Bodenlose Schacht ist da unten. Ich muss hinunter. Ah, Mann, ey. Ich werde mich woanders noch informieren, ob das Power-Up nur genau hier war oder so. Aber ich werde nicht jetzt dieses Power-Up holen, denn es ist mir einfach im Moment zu unsicher, wo es nur ist. Und genau aus diesem Grund werde ich nun auch... wo ist es denn? Werde ich den Wasserlevel nun auch wieder ganz nach unten setzen. Allerdings schade, dass ich das Power-Up nicht gefunden habe, weil mich hätte das gefreut, wenn ich es noch gewusst hätte, wo es ist, ganz genau. Ich bin ja auch der Meinung, dass es eigentlich da war. So. Hier oben war irgendwo der Schalter. Damit ich das Wasser nach unten lenken kann. Wo war er denn? Wo war er denn? Hier war er. Piep. So. Hier hinten irgendwo. So, wenn hier das ganze Essen nicht nach oben gehen, müsste ich ja nicht näher rankommen. So. Hier ist er. Ist er hier an der Seite? Ne, ist er nicht. Wenn ich nach oben gehe, komme ich dann näher? Nein, tue ich nicht. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich nicht da hoch, sondern wohl dennoch in diese Höhle hinein. Und dann erstmal die Chow-Box öffnen, sodass ich auch in den Chow-Garten komme. Aber den Schlüssel habe ich ja schon. Oh Mann, ich habe das Wasser schon wieder falsch gesetzt. Naja. Ihr seht, ich habe wohl voll und ganz recht gehabt damit, dass ich das Level nicht mag und dass ich in diesem Level auch nicht sonderlich gut bin. In den nächsten Stock und dann wieder das Wasser entsprechend um einen... Ich hoffe, es reicht, wenn ich es um einen Stock erhöhe. Ich hoffe. So. Nicht eins, sondern zwei. Zwei ist der niedrige. So, hier unten war der Eingang. Da, wo es dann gelb wurde. Hier gehe ich nach unten. Ist hier überhaupt irgendwas? Ne, ich gehe wieder raus. Nichts für ungut. Das wird sonst zu knapp.